So, guten Morgen. Heute haben wir ein Gespräch in der Kita. Also bin ich ein bisschen später im Laden, aber ja, das ist auch wichtig. Müssen wir machen. Na, wer sitzt denn da im Grase? Wackelschwänzchen, Schnuppernase. Na, was machst du denn hier? Ich sitze hier jetzt, aber ist ja irgendwie gar nicht offen heute. Ja, was kostet der Tisch hier? Ja, 600 sagen, mache ich nicht falsch. Nee, dann bist du der beste Freund von Claudia, auf alle Fälle. Und Bernd befördert dich zum Mitarbeiter des Jahres. Ja. Dika, wie willst du denn die altersmäßig einschätzen hier? Kann man sich hier setzen oder ist er gestorben? Altersmäßig. Warte mal. Oh, Mensch. Ja, das ist schlecht, weil mit genau dem Rostpickel oder den Oxidationspickel drauf. Ja, eine schöne Bronze. Damit Messing die ganze Westländer rumhalten. Das ist furchtbar, oder? Nee, die Schmuckaufkäufer da. 1860. Ich würde nicht sagen, das ist Historismus. 1860, 1880. Ich würde denken, aber die Punze ist natürlich interessant. Wenn es der rausgewandert ist. Ich dachte, das ist wie WMF von der Punze her. Das ist jetzt von der Frau. Ach so, nee. Aber WMF. Müsste man ganz vorsichtig gucken, dass man das. Ja, wenigstens wisst du, wie rum man die halten muss. Ich würde mal sagen, so rum. Ich würde denken, das sind 3 Striche und oben drüber ist so weit wie ein Löwe. 4? Ja, aber das ist ja allein. Nee, ist so. 3 oder 2 Striche. Und da drüber ist irgendein Tier. Ja, dann. Da ist er ja. Ja. Wird schon nehmen. Ja, Mensch, die Reifen hat er auch. Jetzt gehe ich in den Keller runter, hab mir noch kurz einen Kaffee geholt und jetzt geht's los. Und dann sehen wir uns gleich im Laden. Okay. Ja, tut mir leid, ich bin immer ist ja flott aus deinem Laden gegriffen. Und was? Du bist ja unglaublich. Du gehst einfach raus. Ich muss manchmal wieder ins Bett. Machst einfach so. Ich muss manchmal wieder ins Bett, weil ich so. Rudi. Na, Weste. Ich muss noch mal drüber schlafen. Ach, Chaos. Ach, die Chaosfrage. Ja. Das ist halt so ein kleiner Kopf. Ja, da passt auch nicht so viel drin. Auf jeden Fall. An dem schlauen Gesicht wäre da auch viel hinter, aber das ist ja die Show. Mimikry nennt man das. Was für ein Ding? Das war mir zu intelligent. Intelligent, Dozent. Dezent, intelligent, zu intelligent. So, was wollte ich denn hier? Ich glaube, ich wollte nicht nur sehen. Das war ja so ein Theater. Du musst dich ja auch schon fragen, was will der mal hier? Arbeit. Hi. Verkaufst du auch Fahrräder? Ja, was willst du denn für eins haben? Eins, was läuft und das in etwa meiner Größe ist. Wie läuft? Von alleine? Mit Beinen? Ganz genau. Oder am besten so ein elektrisches. Ganz genau. So ein Tretrad, so ein Roll, wie heißt denn die Laufrad? Ich hab Roller für Erwachsene. Ein für. So eins wolltest du nicht, genau, oder? Oder halt so ein Rollstuhl. Geht auch. Nee, weißt du, so viel, ja. Oder so ein Fuß drauf und dann. Also gibt es ja tatsächlich die Dinger, aber die sind ziemlich teuer. Ah, die großen, ne? Diese großen Dinger, ja. Ja, darfst gerne einmal durchgucken, wenn du magst. Ja, okay. Da steht ein Roller dran, das ist sehr günstig, kostet 60 €, aber ansonsten alle anderen kosten weit über 300. Wenn du in Regefe Richtung musst, dann kann ich dich schieben. Das kommt mir gleich auseinander. Ja, ist halt eine Bogen, ne? Ja. Ein Fahrrad für 200 €? Schneller eins besorgen. Das Fahrradparadies hier. Also ich bin immer wieder begeistert. Das ist viel zu viel. Aber ich gehe eben zum Girlie, besorge ich dir einen für 200. Für 200, für 20. Nee, ich bezahle gar nichts. Nee, ich meine, dann will ich mal die Gurke ausprobieren und ja. Oh. Ja, er ist richtig Kameramann hier. Ja, voll Spaß dran. Der erste Verkauf seit 100 Jahren. Naja, so. Tschüss. Ich kurz an der Brücke ab wieder. Oder ob ich das Ding so lasse, wie es ist. Und fühl dich bitte nicht bedrängt, weil ich hier noch ja, so Kommentare mache. Also ja, da musst du ihn fragen. Ich bin nur Kameramann. Ja, wir haben ja hier Livestream, Fahrrad. Fahrradsalon YouTube. Ach, das wird live gestreamt? Mhm. Oh, nee, aber meine Inkompetenz hier nicht zur Schau stellen. Ja. Willst du dich noch vorstellen? Ja, also ich finde hier das alles, das kann man ruhig noch, ja, tschüss. So wie es jetzt ist, wenn ich wirklich als gucke und nur mal so Retusik hier hin und her ein bisschen, okay. 60 €, bitte gerne. Guck mal, wie viel ich jetzt, ich hätte das auch für 150 wahrscheinlich abgekommen. Nee, will ich gar nicht haben. Ich weiß noch nichts über Fahrräder. Ja, nur 60 €. Ich habe einen Laden, dann komm mal mit. Ich weiß mehr über Autos als über Fahrräder, ey. Klamotten hat er. Ich habe ein Damenrad von Kettler. Ja, aber ich musste erst freikaufen, erst die Klamotten wegkaufen bei ihm. Packen wir mal einen Stuhl draußen hin. Und einen großen Auftrag haben wir gekriegt, hier. So groß ist der Auftrag. Ich verjahr's den Urlaub. Ja, jetzt hier, guck. Hier. Ja, ich hol noch einen Stuhl, ey. Offense oder Defense? Was denkst du? Das ist Defense, definitiv. Ey. Ich glaube, den kenne ich aber schon, den hast du schon ein paar Mal erzählt. So, was ist jetzt damit die Tasche? 20 € komplett. Ja, genau, ja, Adi. Ey. Ich biete 25, lass uns weitermachen. Hab nicht reingeguckt, ich weiß nicht, was drin ist. Du hast reingeguckt, so ja schon. Ich. Naja, eben, ich noch nicht. 25,50. Oh, jetzt wird's dann geizig. Ja, machen wir 30, dann habe ich einen eiskalt überboten. Die Schritte werden kleiner. Wie bei Bares für Rares. Ja, die Schritte werden kleiner. Ey, wenn ich mit jedem Schritt an. Verschiedene Ausführungen. Und hier finde ich zum Beispiel die Verarbeitung aber besser von dem Band als hier. Hier würde ich. Ihr werdet es nicht glauben, das Hollandrad von gestern ist wieder hier. Der Reifen ist schon wieder platt. Ich werde irre. Also das Hollandrad von gestern habe ich euch ja gestern gar nicht gezeigt, weil es ein extra Video wird, wie ich das Rad repariere. Und die Kara ist sehr gründlich gemacht, meiner Meinung nach. Aber irgendwie... Es ist wie verhext. Und nicht nur das, ich habe sogar noch ein zweites Hollandrad dazu bekommen. Jetzt hole ich erstmal den Delinquenten von gestern rein. Hollandrad die zweite, diesmal ohne beziehungsweise mit nur sehr wenig Kommentar. Hab Verständnis dafür, weil ich hab's einmal komplett kommentiert, das dauert einfach zu lange mit dem Kommentieren. Schauen wir mal, wie schnell es geht, wenn ich einfach mich nur aufs Rad konzentriere und nicht aufs Gequatschen nebenbei. Ich beginne. Könnt ihr dann gerne mal vergleichen mit dem Video, was wahrscheinlich nächsten Sonntag rauskommt. Da habe ich es ausführlich und erklärt und dann seht ihr mal den Zeitunterschied. Vielleicht auch, na, seht ihr nicht, weil das ist ja geschnitten. Schauen wir mal. Ich glaube 40 Minuten habe ich da gebraucht. Schauen wir nochmal. Hier ist nichts. Ist einmal frei. Hier ist die Einlage. Hier ist der Schlauch. Der ist durch, ey. Der ist durch. Da ist Last, schon wieder Last drin. Ja, also hier. Aber streitet mich jetzt nicht drum. Ist richtig schön einmal durchgestochen. Hol ich den Schlauch. Da ist er. mit Fahrrad. Ich würde mal sagen, insgesamt 20 Minuten oder so vielleicht. Immerhin, Zeit braucht es doch. Ich weiß es nicht, müsste ich nachher mal zusammenrechnen. Ja. Furchtbar. Was haben wir hier? Eine verrostete Lampe vorne. Sie funktioniert nicht mehr, sagt sie. Läuft doch nicht. Hinten läuft das Licht. Dynamo ist in Ordnung also. Aber die Lampe wird das Problem sein. Da rostige Kontakte nicht leiten, ist nicht unabwegig. Okay, weiter Licht, Lampe. Naja, schaut euch das an, wenn das so aussieht hier drin, dann kann das natürlich nicht funktionieren, würde ich mal behaupten. Total verrostet. Wie sollen da was leiten zur Lampe hin? Tja, jetzt schließe ich hier die neue Lampe an. Bezahlt im Grunde genommen nur die Arbeitszeit, mehr oder weniger, und leuchtet. Wunderbar. Ja, wunderbar, was für ein schönes Licht. So warm und freundlich. Ja, und dann klackt es da vorne. Da vorne klacken, würde ich mal sagen, sind die Pedalen. Weil hier das Lager. Das ist durch. Da müssen neue Pedalen ran. Ganz simpel. Klassische Pedale kommen hier an. Ganz klassisch. Eigentlich richtig schön. Woran erkennt man, dass es Zeit ist, Bremsbeläge zu tauschen? Na, wer weiß es? Richtig. Wenn sie abgebremst sind, wenn man einfach nicht mehr bremsen kann, wenn vorne der Bremshebel sich komplett durchziehen lässt und sie im Grunde genommen so aussehen. Völlig blank. Was zeige ich euch jetzt? Ich löse mit einem 5er Inbus. So, dann gibt es hier dicke Spacer und dünne Spacer. Ja, der dicke ist innen, das merken wir uns. Oh, weiter geht's. Ja, ich bin hier. Na, hier hinten. Nö, ist angenehm. So, ich gehe jetzt die Kleine holen und gehe danach auch noch zum Spielplatz und einkaufen. Boah. Willst du mir etwas Geld geben, damit ich einkaufen kann? Von Wollen kann da keine Rede sein. Du müsstest mir Geld geben, damit ich einkaufen gehen kann. Dann kann ich auch was zu essen machen später. Von Wollen kann keine Rede sein. Die Kamera läuft, ich bin ein armes Schwein. Was gibt's denn zu essen? Ich wollte eine Hühnersuppe machen. Das geht immer. Hühnersuppe geht immer rein. Hühnersuppe, das ist sehr fein. Das einzige Blöde ist immer diese Keulen so abpflücken. Abholen? Mhm. Wir haben noch 1 Stunde 20 auf der Karte zur Verfügung. Ob ich in der Zeit schaffe, diesen Großauftrag hier zu erledigen, wage ich zu bezweifeln, aber ich beginne. Und zwar muss hier so ziemlich alles gemacht werden. Also neues Vorderrad soll rein, ein gebrauchtes neues Vorderrad. Bremsbeläge sind runter. Bremsbeläge sind runter, Bremszüge, Schaltzüge, Licht muss nicht gemacht werden. Und ein kompletter Scheck. Die gute Frau meinte zwar, Schaltung brauche ich nicht machen, weil funktioniert alles. Dem ist aber nicht so. Hinten funktioniert die Schaltung nicht, und zwar aus dem Grund, weil der Zug gebrochen ist hier. Mehrfach. Einmal ist er da gebrochen und dann ist er hier nochmal gebrochen. Die Zughülle. Naja, und den mal zu erneuern, ist ja nur nicht jetzt. Also kann man jetzt mal schnell machen. Der Reifen ist eingeschnitten, den pumpe ich nicht mehr auf. Schaut mal hier. Wenn ich den aufpumpe, dann platzt er. Na. Den tausche ich. Ja Mensch, liebe Leute, da bin ich wieder. Oh Mann, ey. Halbe Stunde rumgefummelt für 2,50 €. Uah. Manchmal ist das ja auch mit der Spendenkasse so eine Sache. Jetzt sind 5er wenigstens drin geschmissen. Wäre schön gewesen. Aber so ist es. Gut, ich mache weiter. Ich wechsle hier den Mantel vorne, den Reifen. Und stopp und start. So, hier, Fahrradschloss. Frischer Klauversuch, wir biegen zurück. Den letzten Rest werden wir wohl nicht rauskriegen. Ist auch nicht so tragisch. Das bisschen, was ich mir da alles selber anstrengen muss, ist jetzt nicht arg. Also sehr, sehr light Version. Hier hinten. Hier. Hi Thomas. Ja, moin. Grüß dich. Fleißig am Arbeiten? Ah, wir sind total schwierig gerade. Ich habe nämlich draußen ein Rad gekauft für 120 €. Das haben wir heute, kaufen alle Räder für 120 €. Was soll denn das? Ja, habe halt Glück gehabt, ich meine, irgendwie weiß ich nicht, ob das auch deine Einschätzung ist, aber da müsste auf jeden Fall Gangschaltung gemacht werden, kurz eingestellt, und der Lenker kommt mir ein bisschen komisch vor, der ist ziemlich fix, also der ist so, weißt du, ja, so fest, der Steuersatz kaputt. Genau. Meinst du, Steuersatz kaputt? Naja, aber dann erstmal sich schwer, ja, naja, hat ja einen Grund, ne? Es geht so komisch. Gucken wir! Jetzt mache ich Feierabend. Auf alle Fälle mache ich jetzt Feierabend. Ist ja kaum noch was drauf auf dem Akku. Ich räume auf, ich räume ein, ich räume zusammen. Und ich habe schon das nächste Rad. Na gut, das werde ich noch vorbereiten. Aber ich räume erstmal zusammen hier und dann schauen wir mal, ob ich das noch vorbereitet kriege. Also, wir sehen uns morgen. Ich habe hier noch zwischen ein, das reicht mir für heute. Macht's gut, bis dann, ciao. Tja, es ist ja eigentlich schon Feierabend. Warum lädt er denn nicht? Was hat er denn? Jetzt ist schon Feierabend. Aber ich mache jetzt hier noch schnell einen Sattel ruf. Einen neuen. Und dann ja. Und probiere ich auf und schaue, ob morgen immer noch die Luft hält. Ansonsten haben wir morgen den nächsten Holländer mit einem platten Reifen auf dem Hinterrad.